Ob Nachrichten an den Liebsten oder stundenlange Telefonate mit Freunden, bei dir läuft die meiste elektronische Kommunikation wohl über das Smartphone, welches meist rund um die Uhr eingeschaltet ist. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das bin ich. Ein Handy-Junkie. Ihr kennt das doch sicher auch. Schon morgens nach dem Aufstehen geht der erste Blick aufs Handy. Beim Warten an der Bushaltestelle zückt man wie automatisch sein Smartphone, um sich die Zeit zu vertreiben. Selbst am stillen Örtchen kann man oft nicht die Finger davon lassen. Und jetzt während Corona ist alles noch schlimmer geworden. Aber bin ich deswegen schon handysüchtig? Streng genommen muss man diese Frage definitionsgemäß mit Nein beantworten, denn Handysucht ist keine anerkannte medizinische Krankheit wie etwa Alkoholabhängigkeit oder Spielsucht. Aber wie immer ist das Ganze natürlich etwas komplizierter. Denn auch wenn es keine eigenständige Diagnose ist, gibt es das Gefühl, ständig sein Smartphone überall dabei haben zu müssen, ja trotzdem. Das Phänomen hat sogar einen Namen. Psychologen sprechen von Nomophobie, für No Mobile Phone Phobia. Damit ist also die Angst gemeint, kein Handy mehr zu haben und für andere unerreichbar zu sein. Aber wo ist die Grenze zwischen normalem Handygebrauch und einer echten Sucht? Von 10 Menschen nutzen in Deutschland inzwischen ein Smartphone durchschnittlich 80 Minuten am Tag. Davon sind laut einer Untersuchung der Bundesregierung 1% regelrecht abhängig. Bei den 14- bis 16-Jährigen sind es sogar 4%. Weil mich interessiert hat, ob ich auch dazu zähle, habe ich mich mal an einen Online-Selbsttest gewagt und, was soll ich sagen, ich glaube, ich bin ein Junkie. Kannst du noch ohne Smartphone? Was macht dein Smartphone, während du im wohlverdienten Urlaub bist? Ich habe mein Smartphone natürlich immer an und dabei. Ich schaue ein paar Mal am Tag, ob jemand versucht hat, mich zu erreichen. Ich lasse es aus oder nehme es gar nicht erst mit. Ich habe es immer dabei. Beim Einkauf für einen Freund gibt es eine Sache im Geschäft nicht. Ich rufe ihn sofort an und kläre, was ich machen soll. Ich denke darüber nach, anzurufen, mache es aber nicht. Ich nehme einfach ein ähnliches Produkt. Na klar, rufe ich ihn an, oder? Also, wer nicht? Du bist mit einem Freund zum Essen verabredet, weil er sein Smartphone vergessen hat, bittet er dich danach um deins, weil er jemandem mitteilen möchte, wie das Essen war. Ich bitte ihn, das nach eurer Verabredung zu machen, es ist ja nicht wichtig. Ich gebe ihm sofort mein Smartphone. Wenn es ihm wirklich sehr wichtig ist, kann er von mir aus eine SMS schicken. Gut, das macht man heute nicht mehr. Aber na klar gebe ich ihm mein Smartphone, also klar. Wo war dein Smartphone, während du den Test gemacht hast? Griffbereit natürlich, oder ich habe den Test über mein Smartphone gemacht. Ich würde sagen, schuldig im Sinne der Anklage. Test auswerten. Du hast 17 Punkte erreicht. Aufgepasst, du liebst dein Smartphone anscheinend wirklich und kannst dich vermutlich kaum noch an Zeiten ohne erinnern. Aber ehrlich, Leute, das ist doch normal. Das macht doch heutzutage jeder so. Deswegen bin ich noch längst nicht abhängig. Oder? Wichtig ist, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit ihr genau am Handy hängt, wobei natürlich das Risiko für eine Abhängigkeit mit der Dauer der Nutzung steigt, aber von echter Abhängigkeit bzw. Sucht spricht man in der Medizin, wenn mindestens 3 der folgenden Kriterien erfüllt sind. Erstens, der starke Wunsch oder Zwang, etwas zu tun bzw. die ständige gedankliche Beschäftigung damit. Zweitens, der Verlust der Kontrolle über Zeit und Ausmaß der Beschäftigung. Drittens, die Unfähigkeit zur Abstinenz, also einfach mal loszulassen und das Handy für ein paar Tage nicht zu nutzen. Viertens, die Ausbildung einer Toleranz, man braucht also immer und immer mehr, um das gleiche Maß an Zufriedenheit zu erreichen. Fünftens, Entzugserscheinungen, wenn die betreffende Handlung nicht durchgeführt werden kann. Und sechstens, der Rückzug aus dem sozialen Leben. Sucht ist also das zwanghafte Verlangen nach einem bestimmten Reiz, wie etwa einer Droge oder eben der Griff zum Handy. Dabei wird Dopamin in unserem Körper ausgeschüttet, das ist auch als Glückshormon bekannt, denn es macht uns zufrieden und sorgt dafür, dass wir immer und immer mehr wollen. Das Gemeine ist, das wissen auch die Betreiber der Internetplattformen. Sie nutzen das sogenannte Addictive Design, also eine Technik, die bewusst versucht, Suchtverhalten zu erzeugen. Stellt euch einen Spielautomaten vor. Wenn ihr den Hebel nach unten drückt, dann hofft ihr jedes Mal auf den großen Gewinn. Süchtig macht uns dabei die Unvorhersagbarkeit. Gewinne ich den Hauptpreis, den Trostpreis
oder gehe ich ganz leer aus? Dieser Impuls der Hoffnung funktioniert genauso bei unseren Smartphones. Wenn wir unseren Handyfeed aktualisieren, dann erhoffen wir uns jedes Mal das Laden von neuen, spannenden, unbekannten Inhalten. Dabei wird Dopamin in unserem Körper ausgeschüttet. Wir bekommen also jedes Mal so einen kleinen Kick, ein Gefühl der Belohnung, selbst wenn uns gar keine Inhalte angezeigt werden, die uns gefallen. Denn es könnte ja sein, dass beim nächsten Mal was richtig Cooles angezeigt wird. Dieses Phänomen ist auch als variabler Quotenplan bekannt. Unsere Handlungen werden belohnt, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Wir als Nutzer wissen nicht, wann wir belohnt werden, nur dass wir es irgendwann werden, und das erzeugt Sucht. Ja, und selbst wenn ich den ganzen Tag am Handy hänge, so what? Chillt doch mal, Leute. Egal ob beim Kochen, beim Fernsehen, beim Arbeiten, ständig ist unser Smartphone mit dabei. Das gehört für unsere Generation heutzutage einfach dazu. Sei es, um Erlebnisse mit anderen zu teilen, zur Informationsbeschaffung oder auch einfach nur zur Ablenkung in unproduktiven und einsamen Momenten des Tages. Aber kann sowas wirklich gesund sein? Welche Auswirkungen hat das auf uns? Das hat sich auch die Wissenschaft gefragt. Eine Studie von chinesischen Forschern hat sich Hirnveränderungen bei Leuten angeschaut, die exzessive WeChat-Nutzer sind. Das ist das chinesische Pendant zu WhatsApp. Sie konnten feststellen, dass je intensiver die Leute den Messenger nutzten, desto dünner war die graue Hirnsubstanz im vorderen singulären Kortex. Das ist ein Hirnbereich, der an der Steuerung des Suchtverhaltens beteiligt ist. In einer anderen Studie der Forscher konnte beobachtet werden, dass intensive Facebook-Nutzer einen kleineren Nucleus accumbens hatten als üblich. Dieser ist Teil unseres körpereigenen Belohnungssystems. Wenn wir zum Beispiel eine Tafel Schokolade essen, dann wird hier Dopamin ausgeschüttet, also ein Glücksgefühl erzeugt, das wir immer wieder haben wollen. Auch viele Drogen setzen an diesem Punkt im Gehirn an. Eine Abnahme des Hirnvolumens in diesen Bereichen ist also mit der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Sucht bzw. Abhängigkeit assoziiert. Willkommen bei den anonymen Handysüchtigen. Allerdings weiß man bis heute nicht, ob diese Veränderungen von der vielen Handynutzung an sich hervorgerufen werden oder ob die reduzierte Hirnmasse ein Zeichen für eine generelle Suchtanfälligkeit ist. Das ist das bekannte Henne- und Ei-Problem. Waren die Hirnveränderungen schon vor der Sucht da und haben zu ihrer Entstehung beigetragen oder kamen sie erst danach? Es gibt leider noch keine Langzeitstudien, die verfolgen, wie sich das häufige Verwenden eines Smartphones auf unsere Hirnstruktur über die Jahre hinweg auswirkt. Was man aber weiß, ist, dass intensive Handynutzung zu einem erhöhten Maß an Einsamkeit, Schlafstörungen, Depressionen und Angststörungen führen kann. Auch Impulsivität und Hyperaktivität werden damit in Verbindung gebracht. Und nicht nur auf unser Gehirn hat das Smartphone Auswirkungen. Zum Orthopäden kommen immer öfter junge Menschen mit Haltungsproblemen durch die übermäßige und einseitige Beanspruchung unserer Muskeln. Das kann zu starken Nackenschmerzen führen oder auch Sehnenscheideentzündungen im Handgelenk. Man spricht häufig auch vom sogenannten Handydaumen. Das sieht nach einem klassischen Fall von WhatsApp-itis aus. Augenärzte stellen fest, dass wir immer häufiger und früher kurzsichtig werden, weil wir die ganze Zeit aufs Display schauen und nicht mehr in die weite Ferne der Natur. Wir werden also bucklig und blind? Das hat die Evolution ja mal richtig versemmelt. Aber was können wir dagegen tun? Auf vielen Smartphones gibt es inzwischen eine Funktion, mit der sich unsere aktive Handynutzung tracken und nach einer bestimmten Zeitdauer auch begrenzen lässt. Wir können zum Beispiel einstellen, dass unser Handy automatisch nach 2 Stunden den Zugriff auf bestimmte Apps verweigert und uns damit eine Auszeit aufzwingt. Das kann eine gute Möglichkeit sein, seine Smartphone-Nutzung in den Griff zu bekommen. Oder ihr fahrt für ein paar Tage auf eine einsame Berghütte ohne Internet. Egal was ihr macht, so ein paar Tage Handyverzicht können wirklich entspannt sein. Das habe ich während der Corona-Zeit jetzt auch gemerkt, dass ich das wirklich bitter nötig habe. Voll retro? Vielleicht. Aber wäre es nicht unglaublich, eure Freunde auch mal ohne Filter im echten Leben wiederzusehen? Falls ihr überhaupt noch wisst, was das ist?